Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder. Heute geht's mit dem Typ 60 SPRG ins Gefecht. Dieses Fahrzeug ist interessant, sagen wir es mal so, weil es nämlich ja nicht unbedingt dem üblichen oder dem Standardpanzer entspricht vom Aussehen her. Ist sehr lustig, hat zweimal dieses rückstoßloses Gewehr mit 106 mm. Kennen wir schon von den Italienern zum Beispiel. Die haben dieses Ding auch im Einsatz, sehr, sehr effektiv und macht sehr viel Spaß. Wo finden wir dieses Fahrzeug? Japanischer Forschungsbaum, Rang 4, da hinter dem Walker Bulldog bei aktuellem Packstand. Und ja, genau. Hori habe ich auch, lasse ich zu Hause, weil ich einfach 6-7 spielen will, damit das Top-Tier ist. Und dann passt das sehr, sehr gut, finde ich zumindest. Ein sehr gutes Fahrzeug, muss man dazu sagen, weil es nämlich zwei sehr gute Argumente hat, nämlich diese Doppelkanone dabei. Nämlich die Panzerung ist Kuchenblech, Kuchenblech, Kuchenblech. Also da geht nichts durch. Aber man muss sagen, oder das hält nichts ab, sagen wir es mal so. Erstaunlicherweise hält das Ding relativ viel aus. Also relativ schwer aus der Luft zu knacken, finde ich zumindest. Also für so ein offenes Ding, man denkt immer, oh, leichtes Ziel. Nee, ist es eben nicht. Dann ist es teilweise für manche Panzer echt schwer, weil die einfach durchschießen. Also Explosionsdinger und so weiter fliegen einfach durch. Zum Beispiel die IS-6 hat mich neulich getroffen. Das Ding hat gar nicht gezündet, ne? Hat einfach nur ein Loch gemacht, mehr nicht. Ist natürlich dann auch sehr nett. Ihr habt oben zwei MGs dabei, das sind Tracer-MGs, mehr nicht. Damit könnt ihr so ein bisschen die Entfernung abschätzen, dann, damit man auch trifft, weil Hash zu schießen, und damit kommen wir ja auf dieses Ding, ist halt etwas schwierig manchmal auf einer großen Entfernung. Hash selber macht sehr viel Spaß, wenn ihr trefft, macht es sehr viel Bumm. Und der Panzer nicht genug, oder euer Pendant gegenüber dann nicht genug Panzerung hat. Hash immer verwenden bei Russen. Russen fürchten Hash ungemein. Also das ist richtig fies, weil die nicht die dickste Panzerung haben, aber sehr, sehr krass angewinkelt sind. Und da seht ihr, ist Hash wunderbar. Es wird immer mehr mit dem Durchschlag dann dabei. Heat selber sollte man auch mitnehmen, ein bisschen, zumindest, finde ich zumindest, weil es gibt manchmal Panzer, die gegen den Hash immun sind. Ne? Das ist dann immer ganz gut dabei. Muss einmal gucken, gegen wen man spielt und so weiter. Ich würde aber primär immer Hash laden und dann ich nehme immer zwei davon mit. Wichtig ist mit der Munitionsauswahl, ihr habt nur 10 Schuss pro Kanone. Also pro Kanone 5 Schuss nur insgesamt. Das ist nicht viel. Da bitte aufpassen. Ihr seht auch 80 Schuss nur mit dem MG. Also jetzt nicht wie bekloppt mit dem MG zum Anfang ballern. Das könnte man vielleicht noch gebrauchen. Dadurch, dass ihr jetzt schon die beste Munition direkt zum Anfang habt oder die einzigen beiden Munitionen direkt am Anfang hat, ist es dann eigentlich recht leicht, was man erforscht. Ersatzteile, Löschzeug. Danach würde ich auf den Drehkranz gehen, weil der 18% mehr gibt. Und ihr seht, ihr seid bei 7,9 Grad pro Sekunde nur. Das ist sehr, sehr langsam. Da würde ich auf jeden Fall den Drehkranz. Und dann Mobilität. Alles in Mobilität stecken, was geht. Weil das Ding wirklich stock sehr, sehr starr ist, sage ich mal. Und das wird auf jeden Fall mit jedem Ding, was ihr hier erforscht, deutlich besser. Das muss man einfach so sagen. Ja, und dann danach könnt ihr den anderen Zeug einschießen. Kann man nehmen, muss man jetzt nicht, weil das Geschütz ist eigentlich relativ genau, finde ich zumindest. Genau, das passt dann auch sehr gut. Beim Zielen noch eine wichtige Sache. Also ihr habt einmal eine primäre Kanone, das ist die linke, und eine sekundäre Kanone, das ist die rechte. Wenn ihr zielt, zielt ihr aber in die Mitte von den beiden. Also ihr müsst immer bedenken, wenn ihr mit der Maustaste schießt, geht es ein bisschen nach links. Und wenn ihr mit der anderen Taste schießt, die man auch wählen sollte, Sekundärbewaffnung, Grave ist die Taste über Tab außerdem, dann solltet ihr etwas rechts davon schießen. Na, also da immer so ein bisschen bedenken. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr einen sicheren Schuss habt, benutzt Wave. Das ist deutlich besser, weil ihr in Stresssituationen nämlich meistens mit der linken Maustaste schießt und damit ihr hier nicht das Ding leer schießt. Weil wenn das leer ist und der hier hat noch Munition, die packt er nicht da rein. Das ist dann Feierabend. Ne? Da geht nichts dann dabei. Man kann auch nicht mischen, leider Gottes. Das wäre cool. Man sagt, hier ist Hash und da ist Heat drin. Das wäre zum Beispiel auch ziemlich cool. Geht leider nicht. Ne? Muss man leider mal bedenken. Man kann leider schießen und dann nachladen danach. Das geht. Ne? Aber das muss man dann halt bedenken. Genau. Ja, ansonsten ist das Ding, wie gesagt, der Drehkranz ist langsam, aber minus 20 Grad. Ihr könnt sehr schön aus einer Deckung schießen, weil das Ding sehr weit nach unten geht. Nach links und nach rechts dreht sich der Turm nur, keine Ahnung, 40 Grad oder so, wenn es hochkommt. Ihr könnt auch, wenn ihr zur Seite schießt, nicht gut nach unten schießen. Ihr seht zum Beispiel, hier ist ja der Fahrer drin. Dann könnt ihr dann da natürlich nicht so gut nach unten schießen. Ne? Ihr seht, hier sind es das so angeordnet. Wenn ihr das Ding gegenüber schießt und ihr habt was einfach durchschlagt, schießt einfach hier rechts rein, dann ist Feierabend. Bevor ihr hier links reinschießt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einfach hier so ein Loch reinschießt, sehr, sehr hoch. Und dann passiert nichts. Oder hier, dass ihr durch die Munition durchschießt, das kann War Thunder ja auch ganz gut. Genau. Wunderbar. Also, ich versuche euch mal ein nettes Spielchen zu zeigen. Dementsprechend sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich. Die Karte Sinai. Ja, nicht mein Liebling, aber auch nicht die Hasskarte schlechthin. Also eigentlich keine schlechte Karte, muss man da sagen. Wir gucken mal, ob wir da vielleicht es schaffen könnten, in die Mitte zu fahren. Das wäre natürlich super. Ich fahre hier gar nicht über den Hügel rüber, damit ich nämlich lieber ein bisschen mehr Speed mit.
MN103, also sind wir auf jeden Fall. Okay, wir spielen gegen Russen, Deutsche und Franzosen. Da müssen wir natürlich mal gucken. Noch ein ganz bisschen Platz, bitte. Ich bin ja doch ein bisschen schneller als du, ne? Weil MN103 ging ganz gut ab, muss ich sagen, also. Schnell die langfahren, können schnell langfahren. Ziel aufgeklärt, sehr schön. Vielleicht geht's ja noch rein. Ui! Das hat gesessen. Das war richtig gut. Genau hier wollte ich hin. Wunderbar, das war ein Leopard 1. Dementsprechend haben wir schon ganz gut gerissen, fand ich zumindest. So, düsen wir mal hier weiter. Hat auch hier gesehen, das war jetzt kein perfekter Schuss auf den Leo, aber Hesch hat halt seinen Charme. Was denn, dass hier nichts lang fährt? Da war was. Konnte man wieder, manchmal kann man durch Berge scouten, manchmal kann man nicht durch Felsen scouten, das ist immer so ein bisschen, ich verstehe es auch nicht immer, aber egal, was soll man machen. So, hier sieht es aktuell gut aus. Fahren wieder ein Stückchen zurück. Augen auf die Karte, ja, F-18 Hellcat da vorne, okay. Kann uns ja auch ein bisschen Deckung geben, was ja gar nicht so schlecht wäre. Da steht doch was. Ein Tiger 1, was ist das? Tiger 2. Das ist kein leichter Schuss, da nehmen wir auf jeden Fall den Rangefinder mit. Einfach bis sich Mist. Was haben wir hier? 250 Meter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ei, schöner Treffer, ein richtig schöner Treffer. Doch weniger als gedacht, 250 Meter nur. Ich habe jetzt erst mit der sekundären und dann mit der primären geschossen. Ihr seht jetzt, primär habe ich noch einen Schuss Hash. Muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen dabei, aber der Tiger freut sich gerade erstmal seines Lebens, sagen wir mal so. Da kommen schon irgendwelche Jets angeflogen, die uns gehören. Sehr gut, Unterstützung ist immer gut. Eieiei, das ist richtig gescheppert. Ah, Centurion, pass auf, ne, da könnte es heikel werden. Ich versuche dich zu decken. Fahren wir hier vorne wieder lang. Die 18, von der würde ich mir so ein bisschen mehr erhoffen, aber egal. Wir gucken mal. Ja, will ich jetzt gar nicht rauskommen. Fliegen schon wieder Raketen überlang und so weiter. Gehen wir wieder hier in unsere Stellung, die wir hier hatten. Der Centurion da vorne, der könnte eigentlich mal ein bisschen mehr machen, finde ich zumindest. Komm schon, komm schon. Oh, ja, ja, sehr schönes Ding. Ah, der wird rausgenommen, oder? Da vorne, ich kann es leider nicht, ich sehe es nicht. Der ist leider des Todes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das überleben wird, ehrlich gesagt. Ah, da gab es nochmal einen Schuss. Ah, ich kann ihm nicht helfen, das ist sehr schade. Das wird nichts bringen. So. Stehen da echt gut, also wir haben es jetzt nicht ganz schlecht gemacht, muss ich sagen. Aber der Feind hat sich da wirklich gut verschanzt.
So. Wird schwer da zu helfen. Wird richtig schwer. Wenn ich rüberfahre, bin ich auf jeden Fall weg. Da gibt es noch ein paar Flugzeuge. Eieiei, der tat richtig weh, dass der jetzt da rausgenommen wurde. Na, wir schauen trotzdem mal. Also man sieht hier die Wendigkeit, die ist, wenn das Ding Stock ist, in keinster Weise vorhanden. Da ist das Ding einfach viel zu träge. Ich sag mal Wagen. Und in die Kuhle kommen. Ah, du hast aber es doch geschafft. Geht doch. Eine Maus ist raus, sehr gut. Hier ist definitiv was, ich höre was. Wenn du bitte noch mal schießen könntest, wäre das sehr reizend. Wunderbar, der hat gesessen. Hat man auch gesehen, dass das MG eigentlich ganz gut das abhalten kann. Davon ist noch ein Tiger. Gib Maggi, gib Maggi. Haben wir den auch noch zerstört, sehr schön. Eieiei, jetzt sind wir raus, der Kugelblitz. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass man mit dem Ding hier extrem Spaß haben kann. Ein Kugelblitz ist natürlich ein, ja, der freut sich natürlich richtig, wenn wir rausgenommen werden. Und mal gucken, einen haben wir ja noch. Jetzt ist die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt, mit denen da reinzukommen. Aber, oh, wir haben hier ganz schwere Verluste. Na egal, ich versuch's einfach mal. Also ihr seht, wie gesagt, 6 zu 4 habe ich da mitgenommen. Die, ja, jetzt ist die Hellcat raus von dem Pantagi. Ja, die Hellcat da auf der, von hier aus gesehen, hier spielerisch gesehen, rechten Front, oder rechten Seite, rechten Flanke so gesehen, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Viele Flugzeuge da. Eieieiei. Wir können natürlich auch beim Reparieren helfen. Das ist auch sehr praktisch. Die helfen sich schon gegenseitig, was auch sehr gut ist. Amore. Ei, ja, MX-1390. Ja, das ist natürlich sehr ungünstig dann. Naja. Ja, wir wurden hier sehr überrannt. Eigentlich schade, weil ich glaube, das wird sonst nichts mehr. Könnt ihr aber die Key noch mal ausführen, da könnte man vielleicht das Gefecht noch ein bisschen in die Länge ziehen, aber ob das dann so passt, das ist immer die andere Frage. Man hat auf jeden Fall gesehen, Typ 60 SPRG ist richtig brandgefährlich und macht sehr viel Spaß. Ich glaube, das wird nichts mehr, bevor wir da sind. Die Key selber hier ist echt nicht schlecht, relativ wendig, für japanische Verhältnisse relativ schnell und aber sehr anfällig, wenn es zu schnell wird, dann mag die das überhaupt nicht. Wenn es natürlich die Mäh da vorne kommt, dann wird es echt heikel für uns, aber sie kommt nicht, was sehr gut ist. Dementsprechend können wir ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber ich glaube, dass wir trotzdem nichts mehr. Ja, schade, schade, schade. Leider verloren, aber trotzdem. Es ging ja um das Fahrzeug hauptsächlich und ich glaube, das hat man sehr gut gesehen, dass das dann auch funktioniert, weil das wirklich einfach nur toppy ist, sagen wir es mal so. Das macht sehr viel Spaß. Also dieses Fahrzeug ist durch die Wendigkeit und so weiter, aber erst wenn es wirklich voll ausgebaut ist, wirklich sehr zu gebrauchen. Und ja, auf jeden Fall ganz nett, sagen wir es mal so. Der ist schön mit dem Tiger da eben abgewartet, wenn er schießt. Wenn er vorher hätte er geschossen, der dreht den Turm schneller, er steht, er hat alle Vorteile bei sich, aber wenn er geschossen hat, hat er halt kein, ja, keine Chance dabei. Naja, wunderbar. Also, das war es auf jeden Fall hier. Oh, jetzt haben wir noch richtig was erforscht. Das ist ja auch ganz gut. So, klack, 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 klack. Das passt auch soweit.
Ja, sieht auch so ganz gut aus. Genau, ja, Typ 60. Was soll ich sagen? Ein sehr interessantes Fahrzeug, was Stock ein bisschen mau ist. Kanone super und so weiter, wenn irgendwo steht, aber die Mobilität, diese Spots, wo ich jetzt gerade war, könnt ihr wirklich nur erreichen, wenn das Ding ausgebaut ist. Sonst ist das nicht möglich. Es gibt ja so Fahrzeuge wie zum Beispiel die M18 Hellcat, die von sich aus so performant ist, wenn sie rauskommt. Das hat dieses Fahrzeug definitiv nicht und kriegt das erst durch die Mobilitäten. Und man merkt wirklich mit jedem Punkt, den ihr habt, wie auf jeden Fall direkt auf den Filter gehen. Der Richtantrieb ist da nicht so wichtig. Der bringt schon mal was, der Motor bringt was und das Getriebe jetzt gerade hat auch nochmal richtig was gebracht. Die Gleisketten sind ganz, ganz wichtig. Wird immer besser und macht sehr viel Spaß. Genau. Wunderbar. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht, diese Vorstellung von diesem kleinen, netten Panzer, der Japaner. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich kann es sehr empfehlen. Also, dementsprechend einfach mal Typ 60 spielen. Sehr lustig und dann werdet ihr auch etwas Spaß damit bekommen, denke ich mal. Und ja, für die, die ihn noch nicht haben, freut euch drauf. Wirklich sehr, sehr nett. Generell japanischer Forschungsbaum. Zum Anfang relativ mühselig, weil die Panzer da unten, boah, Frank 1, die sind einfach nur alle scheiße, wirklich. Also der da hier, bei dem wird es dann langsam in Ordnung, ne? Auf 2-0, dann kommt so ein bisschen, oh, okay, ne? Aber es ist viel Mist dabei. Aber ihr habt eine super Luftwaffe. Die Luftwaffe der Japaner ist phänomenal. Und wenn ich hier auf 6-7 gehen würde, mit einer Herr Kika kannst du mal eine Bombe tragen, relativ schnell dabei. Das sind hier richtig schnelle Mistviecher alle. Das sind richtig böse Flugzeuge von den Japanern, finde ich zumindest. Und mal gucken jetzt, wie es dann so weitergeht. Hier natürlich auf den Kai so ein bisschen, das würde mich natürlich sehr freuen, aber müssen mal gucken, wie das dann so wird. Naja, so, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, ciao.